Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal von Das Steffen Zockt. Ich wünsche euch mit dieser Folge wie immer viel Spaß und heute geht es mal um das Thema Outdoor-Projekte. Und zwar habt ihr ja gemerkt, dass mein Sommerurlaub ein bisschen wahrscheinlich durcheinander gewürfelt worden ist und durcheinander gebracht worden ist und ich nicht richtig dazu kam, meine Outdoor-Projekte zu machen, sozusagen das Trainspotting, das Auto übernachten oder Radtour machen, aber das werde ich jetzt nachholen, die nächsten Wochenenden, also nicht dieses übernächstes nicht, aber die Wochen danach. Und da kann ich euch auch gleich mal die Datum sagen, wo ich versuche das noch nachzuholen und noch versuche das schöne Sommerwetter auszunutzen, solange es noch warm draußen ist und noch nicht so kühl ist. Ich könnte auch bei kühleren Temperaturen draußen schlafen. Das wird meine Matratzen, also meine Schlafsäcke schon schaffen. Aber ich habe mir gedacht, ich mache jetzt noch das eine Augustwochenende, ein Trainspotting, noch das so ein Euro-Ticket ausnutzen, wo es abläuft, weil ich dann sonst wieder mehr bezahlen müsste für die Strecke, die ich fahren möchte. Und dann werde ich noch ein paar Overnights versuchen zu machen und Radtouren, was ich eh vorhatte. Ich muss ja mal mein neues Fahrrad noch ein bisschen einfahren. Und ja, das ist mein Hund. Kuckuck. Hauzi. Und kommentiert mit hier. Und zwar werde ich euch jetzt mal die Wochenenden ansagen, wo ich versuche, das zu planen und zu machen. Und ja, Ari, warte mal. Ich reiche dich gleich weiter. Hat ja auch fast noch kein Defizit, der Hund hier. So, ich werde es dann an den Wochenenden von 26. zum 28. August probieren. Also da werde ich versuchen, das Trainspotting zu machen an einem Tag, also am Samstag. Dann am Wochenende von 2. bis 4. September. Das werde ich auf jeden Fall ausnutzen. Am 9. bis zum 11. feiere ich meinen Geburtstag, da geht es nicht. Und dann werde ich noch die Wochenende 16. bis 18. September, 23. bis 25. September und 30. September bis 2. Oktober nutzen. Versuchen da noch ein bisschen was zu machen, was Autoprojekte angeht, solange die Temperaturen noch schön sind über Nacht oder über Tag. Und ja, muss man halt mal schauen. Ich muss halt mal meine Wetter-App ein bisschen im Auge behalten. Sorry. Was so die Temperaturen da machen werden in der Zeit. Auf jeden Fall werde ich jetzt das eine Augustwochenende und alle außer einem Septemberwochenende versuchen zu nutzen, die Projekte noch so ein bisschen zu machen, solange es einigermaßen warm draußen ist. Weil bei schönem Wetter macht das eher Spaß als bei kaltem Wetter. Und ich mag eher die Wärme als die Kälte. Ich bin eher der warme Mensch. Mit Kälte komme ich nicht so gut klar. Und wie gesagt, da werde ich probieren, an den Wochenenden das auszunutzen. Ich werde auch nochmal die ganzen Wochenenden, also die Daten reinschreiben, wo ich versuche, das zu schaffen. Und ja, sorry. So wie Sauerstoff. Ja, wie gesagt, an dem werde ich dann voll ausnutzen, versuchen auszunutzen im September. Solange es geht, weil ich habe ja auch noch mindestens ein oder zwei Overnights vor. Da brauche ich mindestens ein, zwei Wochenenden, wo ich das mache. Oder ich mache es an einem Wochenende. Je nachdem. Da muss ich mal schauen, wie ich das alles schaffe und bewerkstelligen kann. Auf jeden Fall will ich das probieren, so zu machen. Und ja, da will ich halt noch das Augustwochenende und die Septemberwochenenden voll ausnutzen. Außer an den einen, wo ich nicht kann, durch meine Geburtstagsfeier. Da muss ich mal schauen, wie ich das noch hinbekomme. Auf jeden Fall, das eine Augustwochenende, das letzte werde ich versuchen, Trainspotting zu machen, weil ich dann noch so ein Euro-Ticket nutzen kann dafür. Dann gibt es ja das leider dann nicht mehr, was schade ist. Und ja, dann werde ich noch meine Autoprojekte machen, also Overnight, Radtour. In der Hoffnung, dass die Nächte noch einigermaßen mild sind, dass ich auch nachts schön draußen übernachten kann. Das wäre ja relativ praktisch, was das angeht. Und dann einfach mal schauen, wie viel ich dann noch im Kasten bekomme mit Aufnahmen. Ich hoffe, das Handy hier hält einigermaßen Stand.
Ich hatte leider schon ein paar Mal Aufnahmen gehabt, die ich dann nicht mehr abspielen konnte, nach der Aufnahme, weil ich die Frontkamera benutzt habe und keine Ahnung. Mir da hat irgendwie Probleme, die abzuspeichern. Ich weiß nicht warum. Aber auf jeden Fall werde ich versuchen, so viel wie möglich mit dem Handy zu filmen. Den Rest muss ich halt wieder die Kamera nehmen, aber die Kamera hat den Nachteil, dass er mit Stimmaufnahmen Probleme hat, sobald man weiter wegsteht. Dann bräuchte man eine Kamera im Prinzip mit Bluetooth Kopfhöreranschluss, dass man das so aufnehmen könnte. Also ich muss mal sehen, wie ich das mache. Ich will schon versuchen, das Handy zu benutzen, weil das wesentlich besser ist. Da brauchst du dann auch mal wieder ein neues Stativ, weil das alte kaputt gegangen ist, aber das müsste alles klappen. Und ja, wie gesagt, jetzt habe ich euch erstmal eine kleine Info gegeben, dass ihr einfach mal Bescheid wisst, warum sich das alles mit den Outdoor-Projekten etwas verschoben hat auf meinem Kanal und erst ein oder zwei Monate später erscheinen wird. Wie gesagt, mein 2 Wochen Urlaub wurden etwas durcheinander gewürfelt, aber ja, dafür könnt ihr ja nichts und ich leider auch nichts. Ich musste es dann halt so nehmen, wie es kam. Ganzen Spontanitäten. Und ja, ihr wisst ja, ich bin eher ein Planungsmensch. Ich mache eigentlich ungern spontan was. Ich plane es lieber vor, dass ich weiß, okay, dann mache ich das. Und dann kommt etwas dazwischen. Das ist dann doof, aber dann muss ich das halt absagen. Es ist halt so. Und dann wird man weitersehen, wie ich das dann weitermachen werde. Nächstes Jahr werde ich dann wahrscheinlich auch früh starten mit solchen Projekten, mit Outdoor-Projekten, Radtour, Wandertouren. Übernachtungstouren, aber erst ja, so ab Juli, weil Mai Juli ja so Rücktierzeit ist. Für Wildschweine, da möchte ich ungern nachts im Wald pennen, weil es ja auch ein bisschen gefährlich ist. Und ja, dann soll es das auch gewesen sein. Ich denke mal, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte zu diesem Thema. Wie gesagt, ich werde jetzt versuchen, die Sachen alles noch so im September ein bisschen nachzuholen für euch, dass ihr noch ein bisschen Material bekommt, was das angeht. Und dann werden wir weitersehen. Und ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle. Hoffe natürlich auch, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like und Abo da, wenn es euch gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt auf meinem Kanal. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt mir fromm, gesund, treu und gewogen und möge wie immer die Macht mit euch sein. Euer Darth Steffen Zockt sagt ciao, ciao, ciao mit V und bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Und Hund, Hund, guck mal, sag tschüss zu den Leuten. Hund will nicht tschüss sagen. Also, ciao, euer Darth Steffen Zockt.